Gemeinde. Wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam all jener zu gedenken, die es für eine gute Idee hielten, ihre Probleme offen mit der Welt zu teilen, in der Hoffnung, dass man sich nicht über ihre Probleme lustig macht. Tja, und was soll ich sagen? Irren ist menschlich. Hat auch der Amerikaner festgestellt, der dachte, es wäre eine gute Idee, sich vor einer MRT-Untersuchung einen Silikonbuttplug in den Hintern zu stopfen, nur um dann während der Untersuchung herauszufinden, dass dieser einen metallenen Kern hatte. Hä, wie hat er das denn gemerkt? Naja, ein MRT ist quasi sowas wie ein riesiger Magnet und dieser hat ihm den Buttplug aus dem After in den Oberkörper katapultiert. Naja, er hat es irgendwie überlebt und das werden auch die heutigen Fragesteller. Legen wir los. Nachteile, wenn man mit 15 zum Baby wird? Hallo, gibt es Nachteile, wenn ich mit 15 Jahren wieder zu einem Baby werde? PS, dies ist keine Spaßfrage. Okay, wenn es also keine Spaßfrage ist. Ich sag's mal so, mit 15 Jahren bist du normalerweise noch im Schulalter, wenn du nicht gerade den Plan hast, ein arbeitsloser Gangster-Rapper zu werden und es könnte unter Umständen etwas komisch kommen und zu sozialer Isolation führen, wenn du während des Unterrichts plötzlich anfängst rumzuschreien, komische Gaga-Gogo-Geräusche zu machen und dich einzuscheißen. Wenn du planst, das jetzt lediglich zu Hause zu machen, weil du irgendeinen Adult-Baby-Kink entwickelt hast und darin deine vollkommene Erfüllung siehst, dann ist das aber natürlich absolut dir selbst überlassen. Aber ob deine Eltern das so witzig finden, da bin ich mir nicht sicher. Hey, heißt das, wir haben jetzt eine zweite Chance für die Babyklappe bekommen? Also, meine Empfehlung, warte damit, bis du volljährig bist und eine eigene Bude hast. Oder bis du so alt bist, dass du dich auch ohne Kink einkackst. Halt, warum lache ich eigentlich? Ist dein Leben voll im Eimer? Einfach Alzheimer. Alzheimer und deine Sorgen sind vergessen. Wenn ich mich als Objekt identifiziere, darf ich dann rechtlich belangt werden? Wenn ich mich als Objekt identifiziere, zum Beispiel als Basketball oder Auto, darf man mich dann zum Beispiel vor Gericht verurteilen? Es wäre ja diskriminierend, wenn man mich nicht anerkennt, dass ich mich wie ein Objekt fühle. Somit verliere ich alle Rechte und Pflichten, die Menschen haben. Somit auch die Gerichtbarkeit, oder? Wow, was für eine grandiose These. Hast du schon mal über eine Karriere als Anwalt nachgedacht? Herr Anwalt, Ihrem Mandanten wird zu Lasten gelegt, dass er auf Crystal Meth 12 Menschen mit einer Kettensäge attackiert hat. Was haben Sie zu seiner Verteidigung zu sagen? Mein Mandant identifiziert sich als Objekt. Oh ja, da können wir nichts machen. Fall erledigt. Und nein, das funktioniert nicht. Es erhöht, wenn überhaupt, die Wahrscheinlichkeit, dass du wegen Unzurechnungsfähigkeit ein bisschen anders verurteilt wirst. Findet ihr Pflanzen auch sexuell attraktiv und hattet mal eine sexuelle Erregung durch eine Pflanze? Bei mir ja und bei euch? Gerade Pflanzen mit Blüten machen mich an. Okay. Kurze Frage. Ist eine Bundesgartenshow für dich dann sowas wie die Venus? Aber ey, solange du nicht in aller Öffentlichkeit einen auf Biene machst und deinen Rüssel in jede paarungsbereite Blüte stopfst, kannst du dir von mir aus so oft einen auf den neuesten Gartenparadies-Katalog schütteln, bis dein Unterarmknochen berstet. Denn wie lautet mein Motto doch? Macht, was auch immer euch glücklich macht, solange ihr niemand anderem damit schadet. Oh, den zweiten Teil hatte ich irgendwie vergessen. Was kann man mit einem Vogel machen, der nicht mehr fliegen kann? Ich habe einen Vogel gefunden, der nicht mehr fliegen kann. Was soll ich mit ihm machen? Nun ja, an dieser Stelle hast du zwei Optionen. Entweder du nimmst ihn mit zu dir nach Hause und hältst ihn dir als Haustier, weil er in der freien Wildbahn in etwa so große Chancen hat zu überleben, wie ein Mensch mit Glasknochen in einem Hardcore-Moschpit. Oder du schmeißt ihn halt einfach in die Fritteuse. Hm, lecker! Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Männer unter euch. Und zwar, fasst ihr euer Penis beim Pinkeln an, zum Beispiel zum Heben oder Rausholen? Weil mein Gedanke ist der, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit oder in der Schule bin, schon 5 Leuten die Hand geschüttelt habe und ein paar Türklinken angefasst habe, sind die ja voll mit Bakterien und Dreck. Und wenn ich dann meinen Penis anfasse, kommt das ja alles da drauf. Entstehen da keine Infektionen, zum Beispiel Blasenentzündung oder Harnröhrenentzündung? Wie macht ihr das? Danke schon mal für eure Antworten. Nein. Wenn überhaupt, fasse ich meinen Schrumpelmann nur mit Handschuhen an, aber wenn ich keine dabei habe, pisse ich mir auf der Arbeit einfach immer pauschal in die Hose, weil ich Angst vor einer Blasenentzündung habe. Okay, Spaß beiseite. Wir Männer haben ja das Glück, dass wir uns im Gegensatz zu Frauen tatsächlich viel krasser anstrengen müssen, um eine Blasenentzündung zu kriegen, weil der Harnweg bei uns deutlich länger ist als bei Frauen. Und ich weiß ja jetzt auch nicht, wie du aufs Klo gehst, aber ich reibe meine Hand beim Toilettengang nicht zwangsläufig auf der Kuppe rum, damit Bakterien dort überhaupt hineingelangen können. Aber bei einem Punkt muss ich dir natürlich recht geben. Ich will teilweise wirklich nicht wissen, wie viele fremde Bakterien ich Tag für Tag an den Händen habe, weil meine Mitmenschen es nicht schaffen, einfachste Hygienestandards einzuhalten. Alleine heute stand ich in einem Fastfood-Restaurant am Pissoir und der Atze rechts von mir hat während des Pissens einfach einen Burger gefressen und ein anderer ist aus der Scheißkabine geradewegs aus dem WC gegangen, ohne sich die Hände zu waschen. Menschen sind zum Teil halt echt verdammt ekelhafte Wesen und ganz tief in meinem Inneren vermisse ich die Corona-Zeit, in der Menschen freiwillig Abstand gehalten haben und man sich mit Fuß- und Ellenbogenchecks begrüßt hat. Es hat nicht zufälligerweise nochmal jemand vor einem Medium-Rare
der Fledermaus Gürteltier-Auflauf zu fressen, oder? So, kommen wir dann mal zur letzten Frage für heute. Und zwar, hat jemand ein gutes? Hey, ich wollte schon immer unbedingt ein Vampir sein, kenne mich gut damit aus und kenne auch die Vorteile und Nachteile. Mit der Gefahr bin ich mir auch bewusst. Was ich fragen wollte war, ob jemand ein Ritual hat, um ein Vampir zu werden. Eins, das funktioniert. Oder andere Wege, einer zu werden? Bitte nur antworten, wer auch Ahnung davon hat. Na, da hast du jetzt aber wirklich mal Glück gehabt, dass ich ja quasi ein Vampir-Experte bin. Also, ein Vampir zu werden ist eigentlich ganz einfach. Denn um ein Vampir zu werden, musst du einfach leben wie ein Vampir. Das heißt, du darfst keine Freunde mehr haben, solltest stets die Nächte durchmachen, eine möglichst bleiche Haut haben und keinen Partner finden. Also mit anderen Worten, studier einfach Informatik. Hey, das gibt Rache! So, und kommen wir zu guter Letzt zu einer kleinen Community-Frage. Und zwar helfen wir jetzt einfach mal folgendem Mitglied der gutefrage.net-Community. Also, welche Art von Frau passt am besten zu mir? Nur wenige Freunde, Jungfrau, Klemmbaustein-Fan, Trainspotter, Schach. Welche Art von Frauen würde am besten zu mir passen und wo könnte ich sie finden? Die 4 aufgelisteten Punkte sind Eigenschaften von mir. Ich will eine dementsprechende Freundin finden. Also, helft dem guten jungen Mann. Was für eine Frau würde zu ihm passen und wo findet er diese? Schreibt's in die Kommentare und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Yeah.